Hallo, heute gibt es einen gemischten Haul von mir. Ich war in Saarbrücken bei dieser Sauhitze und da war ich in mehreren Läden. Als erstes war ich im X Comics, dann war ich noch im Lush und im Rituals und auch irgendwie im Lego Store. Aber ja, ich habe nicht überall was gekauft und wollte euch einfach nur mal zeigen, was ich denn jetzt mitgenommen habe. Und wir beginnen mit dem X Comics. Da habe ich auch hier die Tüte. Das war jetzt das zweite Mal, dass ich im X-Comics was gekauft habe in Saarbrücken und ich finde das auch ziemlich gut dort. Nur nach Saarbrücken reinzufahren ist wirklich so ultra anstrengend, ist immer voll. Deswegen gucke ich mal demnächst, wie der in Saarlouis ist und jetzt zeige ich euch, was ich mir mitgenommen habe. Zum einen habe ich mir Attack on Titan, den zweiten Teil, mitgenommen, denn ja, ich möchte einfach wissen, wie es weitergeht und ja. So ein kurzer Einblick mal vom Zeichenstil. Ist halt sehr speziell. Wie gesagt, der zweite Band, 6,95 ab 16 Jahren empfohlen. Finde ich aber auch richtig so. Und dann geht es weiter. Da habe ich mich ziemlich gefreut. Ich bin ja ein riesen Toriyama-Fan. Bin auch noch mit den Dragon Ball Mangas sozusagen groß geworden. Und ja, deswegen habe ich mich gefreut, was Neues von Akira Toriyama zu sehen. Beziehungsweise es sind garantiert auch schon wieder ein paar ältere Sachen dabei. Noch nicht gelesen, Gogo Eggman und andere Geschichten, steht auch drauf. 5,95 hat der Band gekostet und was ich richtig, richtig toll finde, ist, der ist so aufgemacht wie, alt, wie die alten Dragon Ball Bände. Das heißt, untenrum schwarz und hier oben eben diese Farbkante. Das heißt, der passt auch wunderbar dann mit ins Regal, wenn man die dann aufstellt. Besonders schön finde ich halt das Cover, gefällt mir sehr gut. Und da sind halt verschiedene Kurzgeschichten mit dabei, wie man es eben von Akira Toriyama gewohnt ist in dem Zeichenstil. Und was soll man dazu sagen? Ich liebe einfach seine Comics. Ja, deswegen Comics, Manga. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Dann habe ich hier Magic, My Magic Fridays. Keine Ahnung. Sind, glaube ich, auch Kurzgeschichten von Arina Tanemura. Und der kostet 6,50 Euro, ist wieder ein Band von Tokyo Pop. Besonders schön ist eben das hier, ich meine, okay, das ist halt ein Gimmick, dass hier so eine Karte mit dabei ist, aber die ist nicht aus Papier, sondern aus Plastik, also ein bisschen stabiler. Sehr schönes Motiv. Und Farbseiten finde ich immer ganz, ganz toll. Und ja, ich denke mal, es ist wieder so eine typische. Ja, Mädchen-Love-Story-Geschichte. Ich habe gar nicht so gelesen, worum es jetzt tatsächlich geht. Aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall so typisch Arina Tanemura sein. Und auch darauf freue ich mich schon sehr. Dann habe ich mir auch noch den 33. Band von Fairy Tail geholt. Und auch schon gelesen, finde ich sehr, sehr cool. Geht weiter mit dem Turnier und auch mit den Nebengeschichten, die da so drumherum passieren. Sehr spannend, macht sehr viel Spaß, das auch zu lesen. 5,95 kostet so ein Band. Und damit ist auch noch eine von den Serien, die man sich leisten kann. Wobei 33 Bände natürlich nicht wenig sind und noch ist auch kein Ende in Sicht. Dann habe ich mir auch noch eine neue Geschichte mitgenommen, also beziehungsweise eine neue Serie. Und das sind die ersten vier Bände. Es gibt insgesamt fünf, so wie es ausschaut. Und ja, ich hatte mal eine Leseprobe davon gehabt und deswegen musste ich die unbedingt haben. Die Cover sind sehr, sehr schön. Auch der Zeichenstil innen drin ist sehr, sehr schön. Nicht so wie die Cover, aber trotzdem, es hat mich irgendwie an den Zeichner von Death Note erinnert. Ist ja sehr, sehr schön auch innen drin. Ja, die habe ich noch mitgenommen. 6,95 kostet ein Band, auch ab 16 empfohlen. Finde ich auch richtig so, denn da sind schon so ein paar Splatter-Szenen drin, die jetzt nicht unbedingt für die Jüngeren gedacht sind. So, und mitbekommen haben wir wie immer hier sowas, ne? Panini-Vorschau und andere Comic-Sachen. Dann war ich auch noch in einem Buchladen, beziehungsweise wir waren zu zweit unterwegs und haben da nicht das gefunden, was wir gesucht haben, waren dann nochmal im Thalia oder Thalia, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll, und da habe ich wirklich total coole Lesezeichen gefunden, nämlich einmal die hier. Und ich, wie gesagt, ich hatte bei dem 25 Buchfragen-Tag, den werde ich euch nochmal verlinken, habe ich ja gesagt, ich benutze so selten Lesezeichen, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht unbedingt Klopapier oder auch Taschentücher oder irgendwelche Belege als Lesezeichen zu benutzen, sondern wirklich mir mal wieder welche zu holen.
Und die fand ich besonders schön. Am schönsten finde ich das mit dem Giftfläschchen hier. Das sind eben magnetische Lesezeichen. Das heißt, die machen auch die Seiten nicht kaputt und 2,95 € haben die gekostet. Dann habe ich noch welche mitgenommen, die man auch gut für Hefte und sowas benutzen kann, zum Markieren. Die sind auch allerliebst. Also hier so Froschkönig-Thema. Und sind sehr, sehr klein. Vielleicht können wir hier nochmal sehen, wie das gedacht ist. Und das sind eben keine magnetischen, die knicken schon so ein bisschen das Papier. Deswegen muss man gucken, für was man das genau verwendet. Aber zum Markieren finde ich es halt immer ganz cool. Haben 5 Stück 3,95 € eben gekostet. Und ja, richtig, richtig cool. Haben mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, ich werde mir als nächstes hier Dunkle Götter mal anschauen. Das hatte ich nämlich mir aus dem Regal geholt, mir angeguckt. Könnt ihr mir sagen, liest einer von euch da draußen die Serie? Wäre irgendwie cool, wenn jemand noch das mal in die Kommentare schreiben könnte, ob er das tut und wie er es findet. Und das war es dann auch schon im Thalia. Dann waren wir auch noch im Lego Store und ich muss wirklich sagen, es gibt richtig, richtig coole Sachen. Allerdings haben wir uns mal so die Preise angeguckt und dann dachten wir auch, okay, minimal teuer. Also ich würde jetzt nicht unbedingt 200 € für irgendwie so diesen Lego-Schloss da unbedingt ausgeben müssen wollen. Ich weiß nicht, ich fand das schon recht teuer, aber ich glaube auch, es war schon früher teuer. Naja, haben wir also nichts mitgenommen und dann waren wir im Rituals und da habe ich auch nichts mitgenommen, aber ich habe von dieser neuen Reihe, beziehungsweise ich glaube, die gibt es schon länger, die Sonnenschutzreihe, da gibt es eine Sonnenmilch oder milchiges Spray. Und das gibt es auch noch mit Lichtschutzfaktor 50 und das habe ich dort ausgetestet und ich hatte keine allergischen Reaktionen drauf, fand ich richtig, richtig gut. Und der Duft war auch sehr angenehm, würde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Und ja, fand das auch sehr, sehr nett. Man hat direkt am Anfang auch einen kalten Tee angeboten bekommen. War jetzt zwar nicht 100% mein Geschmack, aber ja, ich habe mich trotzdem gefreut über ein bisschen was zu trinken. Dann waren wir auch noch im Lush und da war ich eigentlich nur wegen einer Sache da, nämlich diesem No-Draw-Trockenshampoo. Mein anderes ist zwar noch nicht leer, aber fast leer und ja, ich will ohne das hier nicht mehr leben. Ich finde es richtig, richtig gut. Ich mag den Duft. Ich finde, das ist wirklich was, was man auch abends vorm Schlafengehen nochmal so ein bisschen auf die Kopfhaut verteilen kann und am nächsten Morgen sind dann die Haare einigermaßen frisch. Ne? Ja, ist ja auch so von den Inhaltsstoffen her für als. Also für jemanden wie mich, für jemanden wie mich, der sehr, sehr schnell auf Sachen allergisch reagiert, eine coole Sache. Und weil ich es echt einfach gut vertrage. Und ja, kann ich nur empfehlen, 115 Gramm haben so um die 12, 13 € gekostet. Und das hält mir so ein knappes Jahr. Deswegen finde ich das Ganze auch nicht wirklich so teuer. Und dann habe ich auch noch ein Pröbchen bekommen. Und zwar ist das die Sympathy for the Skin. Creme hier oder Lotion. Und da erkennt man jetzt natürlich super viel. Der Geruch ist einfach wahnsinnig lecker. Ich habe das auch aufgetragen und es hat nach Banane gerochen, nach Kakao und ein bisschen nach Vanille. Und dann habe ich nachgeschaut, die haben die ganzen Lotions und Cremes überarbeitet, dass jetzt keine Parabene mehr drin sind oder Paraben. Und das finde ich richtig cool. Also da ist auch kein Wasser mehr drin. Das heißt, die brauchen nichts mehr reinmachen, dass das irgendwie nicht schlecht wird, weil es einfach von den Inhaltsstoffen so umgemünzt worden ist oder abgeändert worden ist, dass es sich selbst sozusagen konserviert. Und das finde ich richtig, richtig cool. Ich habe mir mal angeguckt, so ein 230 Gramm Pot kostet 17, 18 €, ist schon ein bisschen teurer, aber die Creme riecht so lecker. Also wenn ihr das auf der Haut habt, riecht ihr danach wie so ein Dessert. Und so für bestimmte Anlässe würde ich das auf jeden Fall schon mir dann wünschen und dann auch benutzen. Fand ich sehr, sehr schön. Ich hoffe, ich habe keinen pinken Lippenstift auf den Lippen gehabt während des Videos. Könnte aber auch passieren. Wäre jetzt nicht tragisch, oder? Und das war's auch schon von mir. Ich hoffe, das Video ist nicht zu lang für euren Geschmack geworden. Und ihr könnt mir mal sagen, wart ihr jemals in Saarbrücken shoppen? Wenn ja, wart ihr auch schon mal in Frankfurt shoppen und könnt ihr den minimalen Unterschied zwischen den beiden Städten auch finden? Also ich persönlich muss wirklich sagen, ich gehe dann lieber in Frankfurt shoppen. Es ist noch eine größere Auswahl. Es ist zwar auch recht voll, aber ja, in Frankfurt ist doch noch mal ein ganz anderes Publikum.
muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich fand es aber trotzdem schön, dass es einen Lush-Store gibt und Rituals gibt in Saarbrücken. Und ja, das nächste Mal fahre ich trotzdem nach Saarlouis, weil Albtraum Straßenführung. Also das ist mit dem Auto ganz grausig nach Saarbrücken zu fahren. Vielleicht mache ich das das nächste Mal auch einfach, dass ich mit der Bahn reinfahre. Könnte man ja auch mal ausprobieren. Und dann war ich noch, ein kleiner Tipp für die Leute, die hier in der Nähe wohnen oder die auch mal nach Saarbrücken fahren und vegan sich ernähren wollen oder vegetarisch. Wir waren am Europa, boah, ich weiß gar nicht mehr, Europa Center, glaube ich, heißt das. In der Nähe vom Bahnhof ist das. Und das heißt am China Walk oder China Walk. Und ist so ein kleiner Laden so an der Seite. Da habe ich dann auch Kokoscurry einfach nur mit Gemüse bekommen und Reis und es war super lecker, zwar recht salzig, aber preis-leistungsmäßig fand ich das sehr, sehr gut dort und ich habe es auch gut vertragen und deswegen kann ich es empfehlen. Jetzt bin ich aber fertig und ihr könnt mir gerne sonst in die Kommentare auch schreiben, wie ihr die Manga findet, wie ihr die Produkte findet, die ich mitgenommen habe und das war's dann wieder von mir. Ich werde euch einfach nochmal den letzten Manga-Haul verlinken und vielleicht einfach nochmal einen letzten anderen Haul. Ich weiß nicht, irgendwas werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Ich hoffe, es ist auch genügend Platz, weil ich jetzt die Kamera mal ein bisschen näher hatte. Das war's dann von mir. Wir sehen uns. Ciao.